In diesem Video zeige ich euch das gerade ausgelieferte Kickstarter-Spiel Tarawa 1943 von den Designern Grant und Mike Wiley. Ein Kickstarter, der ausgeliefert wurde und der bei mir jetzt schon ein paar Mal auf den Tisch gekommen ist und der es definitiv wert ist, hier mal vorgestellt zu werden. Wir spielen die Landung auf einer der Inseln des Atolls Tarawa. Hiernach, das Ganze gibt es ja auch schon bei D-Day at Tarawa. Die Version hier der Landung ist natürlich weit weniger komplex. Daraus macht Worthington, der Publisher, auch kein Hehl. Das ist weitaus weniger komplex als D-Day at Tarawa. Und ob es sich lohnt, zeige ich euch in diesem Video. Das ganze Spiel kommt daher in einer standesgemäßen Verpackung, sag ich mal, nicht zu groß, nicht zu klein, ist eben auch kein Standardmaß, aber sie haben zum Beispiel hier gleich ein kleines Inlay mit dabei, Tütchen sind mit dabei, da passt alles rein und das ist mal wirklich eine Sache, wo sich andere Verlage eine Scheibe abschneiden könnten. Ein Regelheft, nicht allzu dick, ist auch mit dabei, das ist 12 Seiten dick und das ist doppelt so dick, das Battle Manual, da sind nochmal die Karten erklärt, aber auch im hinteren Teil befinden sich viele historische Berichte, was da wirklich da abgegangen ist mit historischen Fotos und man kann sich da also sehr genau informieren über diese Landung da auf dieser Hauptinsel Bezio. Ich nenne sie jetzt mal Bezio oder Betio, sagen wir Betio, möge ich den Aussprachefehler hier verzeihen. Ja, wir spielen die Landung nach, wie man es hier sieht, sind unsere Truppen bereits in den Stellungen, so ist sozusagen der Setup, auch der historisch genaue Setup, darauf wird in diesem Spiel viel Wert gelegt. Ich habe hier im oberen Bereich habe ich die verschiedenen Regimenter 2, 6 und 8, die hier angreifen, die zur 2nd Marine Division gehören. Und in den Regimentern gibt es 2 bis 3 Bataillone. Ich habe hier die Original-Bataillonskommandeursnamen noch darunter. Und habe hier auch einmal das historische Setup so hergerichtet, wie die Strukturierung der Angriffsformation damals gewesen ist. Man kann das natürlich variieren, das ist klar. Man kann allerdings auch einen alternativen Setup wählen, hier oben. Das ist nämlich die Ausgangslage der Japaner gewesen, die davon ausgingen, dass die Amerikaner die Insel von Süden angreifen würden und nicht vom Norden, wie es eben nachher passiert ist. Das ist alternativ. Das sorgt natürlich dann auch schon mal für einen Widerspielreiz, dort die Alternativen durchzuprobieren. Ich kann das Spiel schwerer und leichter machen, indem ich den Motor des Spiels ein bisschen verändere. Der Motor des Spiels sind die Karten, die wir hier mal im Detail sehen. Das ist also, das sind die Karten für das US Marine Corps und hier für die japanischen Verteidiger. Ein Spielzug läuft ganz simpel ab. Es gibt die Karten Nachziehphase für den Amerikaner. Das heißt, der hat zum Spielbeginn 3 Karten zur Verfügung. Da kann er sich dann aussuchen, welche dieser Karten er in seinem Zug spielt. Der Zug ist ganz einfach, der ist relativ kurz und schmerzlos. Ich habe jetzt hier eben auch nicht so ein riesiges Repertoire an Aktionen, was ich machen kann. Ich habe als eine Aktion Place New Wave. Das bedeutet, dass ich halt von meinen Bataillonen, die werden natürlich dann hier geschwächt, dass ich dann da hier Verstärkungstruppen auf leer gewordene Felder, wenn jetzt zum Beispiel die hier vorne Verlust erlitten haben, kann ich halt da Verstärkungstruppen bis zu 2 hinschicken. Das kostet mich keine Kohäsion, das erkläre ich gleich noch, was es ist, aber das ist dann auch der ganze Zug gewesen. Des Weiteren habe ich als Möglichkeit die sogenannte Regroup Aktion. Damit kann ich
den Kohäsionswert, der, wie gesagt, hier oben durch diese roten Cubes dargestellt wird, 3 Schritte wieder nach oben bringen. Denn jedes Bataillon hat einen bestimmten Kohäsionswert, 12 zum Anfang, der verringert sich eben durch Bewegungen, durch Angriffsaktionen oder durch japanische Angriffe. Wenn der sich dann bei 5 oder darunter befindet, muss das Bataillon einen Exhaust, also eine Erschöpfungsprobe ablegen. Das heißt, wenn ich bei der 6 bin, ich habe einen Kohäsionswert von 6, kann ich noch eine Angriffaktion durchführen, greife also die japanischen Verteidiger an, schiebe dann den Kohäsionswürfel auf die 5 und muss danach dann einen Würfel würfeln und der würfelte Wert darf halt nicht größer sein als der Wert, der hier eben angegeben ist. Ne? Bei einer 5, wenn ich eine 5 oder darunter würfel, ist das Bataillon eben nicht erschöpft. Würfel ich hier schon eine 6, kommt ein roter Marker auf das dementsprechende Bataillon und es ist erschöpft und kann dann in der nächsten Runde, wenn ich das Bataillon wieder nutzen will, eben nur in eingeschränkten Aktionen durchführen. Die nächste Aktion wäre dann Bataillone rotieren zu lassen. Das heißt, nehmen wir mal hier an, ich habe dritte 2 ist so gut wie abgenutzt, dann kann ich die dementsprechend mit der ersten 2 rotieren. Die wechseln dann einfach die Positionen. Ein Bataillon muss dann auch nochmal eine Verminderung des Kohäsionswerts auf sich nehmen und dann war es das auch das mit der Aktion. Dann kann ich eben ein Bataillon bewegen. Nehmen wir an, ich habe dann hier die letzten Verteidiger von dieser Position vertrieben und kann dann eben mein Bataillon dort hinsetzen, wenn es frei ist. Ich kann das allerdings auch dann direkt schon nach dem Angriff tun, als Advanced After Combat bekannt, und das löst eine Kettenreaktion aus. Ich kann dann das Bataillon, was hier hinten in Warteposition ist, dann auch gleich mitschieben. Dann haben wir als letzte Option die Angriffsoption. Wie gesagt, das funktioniert auch ganz einfach. Ich habe diese Cubes. Bei den Marines wird jedes Bataillon durch 3 Cubes dargestellt. Das oder diese 3 Cubes sind nicht der Lebenspunktewert des Bataillons, sondern die verschwindenden Cubes stellen halt nur die Verluste dar, die dieses Bataillon hat. Die Angriffskraft wird davon nicht beeinflusst, sondern ich habe hier oben dann den Kohäsionswert, den ich beachten muss. Wie laufen die Kämpfe ab? Das schauen wir uns jetzt kurz an. Das ist auch ganz simpel. Ich habe hier auf dem Brett Übersichten für die amerikanischen Angriffe. Ich habe hier drüben für die japanischen Feuerangriffe und einmal für die japanischen Banzai-Angriffe Übersichten. Da steht dann da, welchen Würfelwert ich praktisch würfeln muss. Wenn ich dann in der Attack-Option bin, kann ich grundsätzlich für die Marines 5 Würfel werfen und muss dann gucken, was ich dann werfe. Das ist natürlich jetzt super schlecht. Ich habe hier eine 6, eine 5, eine 1 und eine Doppel 2. Jetzt der Clou an dem Spiel ist, nehmen wir an, ich habe mit 3, 2 angegriffen. Das wäre eine Angriffsoption. Da kommt der Kohäsionswert von 12 auf 11, 11 runter. Und jetzt habe ich gewürfelt. Im Moment habe ich damit nicht allzu viel gewonnen, außer dass, wenn ich die Doppel 2 so werten würde, dass ich dann meine Kohäsion um 1 mindern müsste. Das ist jetzt ähnlich so wie bei Kniffel, sage ich jetzt mal. Ich kann jetzt Push Your Luck praktisch hier ausführen und kann sagen, okay, ich würfel jetzt weiter. Was passieren muss, um japanische Marker eben aus diesen Positionen bei einem Angriff zu entfernen, ist, ich muss Doppel 6 würfeln oder doppelt 5. Doppelt 5, wo ist er? Hier. Die kann ich dann praktisch beiseite legen und werten. Die anderen gefallen mir jetzt natürlich noch überhaupt nicht. Die 1 bringt mir so gar nichts. Hätte ich eine 4 gewürfelt, wäre die mit dabei. Die würde zum Beispiel sofort aus dem Pool der wiederwürfelbaren Würfel verschwinden. Eine 3, würde ich den 3 würfeln, könnte ich den sofort rerollen, bin ich wieder bei der 2, ist auch Mist. Und dann für jeden
neuen Würfelversuch und egal welche Würfel ich dort nehme, ob ich die ich schon mal gesaved habe oder ob ich alle nehme oder ob ich nur einen Würfel neu werfe, muss ich halt meinen Kohäsionswert immer um 1 verhindern. Das kann natürlich dazu führen, dass ich dann irgendwann zwei Sechsen und zwei Fünfer habe, aber mein Kohäsionswert geht natürlich dort stetig nach unten und führt dazu, dass das Baryon erschöpft ist. Also das ist die Mechanik. Je länger, je öfter ich die praktisch da gegen diesen Strand anstürmen lasse, umso erschöpfter wird das Bataillon, sprich der Kohäsionswert wird immer tiefer. Dann sagen wir mal, ich bin gut im Würfeln gewesen, habe hier 4 Fünfer, könnte ich halt für ein Pärchen und noch ein zweites Pärchen 2 japanische Verteidiger aus diesen Stellungen entfernen und dann wäre der Angriff vorbei. Kommen wir jetzt zum japanischen Zug. Okay, der japanische Zug besteht eigentlich nur daraus, dass ich die Karte aus dem Japanese Draw Deck ziehe und die Karte abhandle. Hier mal 4 Beispiele, wie so eine Karte aussehen kann. Zum Beispiel hier ganz links Fields of Fire. Da gucke ich dann, welche Position die Marines schon eingenommen haben. Und dann gucke ich, welche besetzten Positionen noch von Japanern besetzt werden und dann kriegen die halt von beiden Positionen eben Feuer. Und das würfel ich dann genauso aus. Bei den Japanern ist es natürlich einfacher. Da reicht schon eine einzelne 6 aus, um halt einen amerikanischen Marker zu entfernen. Also die müssen nicht doppelt würfeln. Die haben allerdings auch, gerade wenn sie die Banzai-Attacks machen, haben die ein Problem, dass dann der angreifende japanische Cube entfernt wird. Ansonsten haben die immer nur auf einer gewürfelten 6 einen US Marine Corps Marker entfernt und ansonsten verringern die eben wie wahnsinnig die Cohesion der verschiedenen Bataillone und das führt halt eben dazu, dass ich so wie halt durch einen japanischen Angriff meine wenn die dritte 2 jetzt hier auf die 5 rutscht, dass ich da sofort im japanischen Zug noch ein Exhaustion-Check machen muss, das heißt einen Erschöpfungs-Check und wenn das dann eben so ist, dass die dritte 2, sagen wir mal, ich habe eine 6 gewürfelt, dann ist die dritte 2 praktisch erschöpft und kann eben im nächsten Zug eben nur die Aktionen Regroup machen und Rotate Battle. Die können sich eben erstmal nicht bewegen und die können auch nicht angreifen, weil sie eben erschöpft sind. Die anderen Karten, wie hier Sniper, Fire Attack, das sind die einfachsten, oder dann die Banzai Attacks. Die sind allerdings immer an Bedingungen geknüpft. Das heißt, ich muss da mindestens 3 oder mehr Inselpositionen, also nicht die Angriffspositionen im Wasser, sondern auf der Insel dann bereits haben. Ja, und das ist es. Der Amerikaner zieht eine Karte, kann die einsetzen oder eben aufsparen, dann hat er die Möglichkeit, 5 Aktionen durchzuführen, also eine von 5 Aktionen, eine einzige Aktion. Leider hat der Amerikaner eben auch so nette Karten im Deck, die seinen kompletten Turn zunichte machen. Das heißt, da geht es dann gleich weiter mit der japanischen Angriffsphase. Dann handelt der Japaner eine Karte ab und das war's. Und so lange wird dann gespielt, bis das japanische Kartendeck aufgebraucht ist. Oder der Amerikaner alle japanischen Verteidiger schon vorher vernichtet hat. Das ist super gemacht. Ich finde es auch von der Thematik her, wo man jetzt sagen könnte, ja, es ist ein leichtes Spiel mit Kniffelelementen, ja, aber ich kann eben auch entscheiden, ob ich meine Bataillone da eben weiter in der Vollerschöpfung und schon mit reduzierten Markern da oben noch lasse oder ob ich die regroupe oder ob ich die sich erholen lasse. Ich kann als Amerikaner jederzeit entscheiden, welche Würfel ich zum Beispiel dann werte. Das kann natürlich auch sein, dass ich da dann eben auch was Negatives für mich selber dabei habe, aber bevor ich sage, ich habe jetzt die 2 Marker, die ich vernichten würde, bevor ich jetzt nochmal neu würfel, weil ich hier meinetwegen 2 Zweien habe, weil ich durch eine Zusatzoption meinetwegen einen weiteren Würfel dazu bekommen habe, dann würde ich jetzt 2 Marker entfernen bei diesem Beispiel hier, aber würde auch von einem Bataillon
eben den Kohäsionswert verändern. Also da ist so ein Abwägen und so ein Spielen mit den Möglichkeiten gefragt. Finde ich super interessant. Die Karten sind bisschen frickelig zum Anfang, weil dieses Grundprinzip der amerikanischen Verteidiger beruht darauf, dass die immer die für sich höchste oder die wertvollste taktische Position angreifen. Die sprechen dann hier immer von der höchsten Position für die Amerikaner, lowest priority. Da muss man sich kurz mit dem System auseinandersetzen, weil die Positionen haben hier halt kleine Ziffern. Hier ist die 1, 2 und 3. Und wenn halt die Amerikaner hier die 2 und die 1 besetzen würden, dann würden halt bei einer bestimmten Karte die Japaner immer versuchen, die erste Position, die 1 hier wieder anzugreifen. Das ist zum Anfang ein bisschen ungewohnt, weil die dann mit höchste Position angreifen, aber die angrenzende Lowest Priority, das heißt, da muss man dann gucken, was ist hier, da ist die 6, okay, dann würde also die 1 von der weil es die höchste Priorität hat für die Japaner, aber von der niedrigsten Priorität der Japaner die angreifende Stellung dann eben von der 6 sein und nicht von der 5. Das ist so ein bisschen, da muss man gucken, ein bisschen mit den Zahlen sich da so ein bisschen einfuchsen, aber spätestens nach Ende der ersten Partie hat man das ganze Ding auch drin. Ansonsten finde ich es absolut widerspielenswert, weil man hier auch ziemlich krasse Siegbedingungen hat. Das sieht man dann hier nochmal, das kann ich nochmal zeigen. Hier ist so ein Wertungsbogen. Und da sieht man dann schon, da wird dann abgeglichen, okay, welche Position hat wer eingenommen, wer kontrolliert die. Und der Japaner bekommt 3 Siegpunkte pro gehaltener Stellung, der Amerikaner nur 2 Siegpunkte. Jedes erschöpfte Bataillon ist für den Japaner ein Siegpunkt wert. Und jede Karte ist für die Marines wert. Also wenn dann der Fall eintreten sollte, dass alle japanischen Verteidiger von der Insel weg sind, es sich aber noch Karten im Deck der Japaner befindet, ist das ein Siegpunkt wert. Im Gegenzug dazu ist jedes vernichtete Bataillon, also jeder Marker, 2 Siegpunkte wert. Also das ist schon ganz schön happig. Brauchen halt dementsprechendes Würfelglück dann bei den Angriffen oder eben auch kluge Rotation der Bataillone, dass die da nicht alle geschwächt oder eben nicht in der Lage anzugreifen sind und die dann in den vordersten Reihen stehen. Also da ist schon ein bisschen mehr Tiefe dahinter, als man anfangs vielleicht vermuten mag. Ich finde es cool mit den Würfeln, klar, das ist wieder Glücksfaktor, aber man hat eben so ein bisschen durch diesen Kohäsionswert, den man da oben verschieben kann, eben die Möglichkeit nochmal zu würfeln oder dann eben auszusetzen und ein neues Bataillon nach vorne zu schicken. Also, von mir eine klare Empfehlung. Ich finde es cool und es ist, wie gesagt, auch weit weniger komplex als das DDR-Tara war. Da ist natürlich noch viel mehr mit den Countern und mit den verschiedenen Angriffsfeldern der verschiedenen Positionen. Das ist natürlich hier viel simpler, aber das Ding kriegt man auch in einer Stunde 10 runtergespielt. Man hat den Aufbau super schnell erledigt. Das dauert keine 5 Minuten. Und selbst wenn man mal eine Zeit lang nicht gespielt hat und dann liest man sich das durch, die Regeln sind also auf 5 Seiten erklärt. Daher von mir, klare Empfehlung, top. Ich werde irgendwann vielleicht nochmal ein Video machen, wenn ich es einmal geschafft habe, das Ding zu besiegen.